Schon vor Jahren haben wir einen Weiterbildungskurs Wer regiert die Welt gemacht. Und dieser Weiterbildungskurs hatte den Sinn und Zweck, all den Menschen, die bisher noch nichts gewusst haben darüber, wer die Welt regiert, ihnen zu helfen, besser zu verstehen, wer quasi die Welt regiert. Denjenigen, die schon was darüber gehört haben, so am Rande zumindest mal, dass nicht die Politik unbedingt das Sagen haben, ihnen zu helfen, besser in die Materie einzusteigen, in so einem vom großen Blickwinkel ganzheitlich das Ganze zu sehen, und denjenigen, die schon viel wissen, auch zu helfen, quasi noch ihre offenen Puzzleslücken aufzufüllen. Das war damals, als wir vor Jahren diesen Kurs gemacht haben. Diese drei unterschiedlichen Zielgruppen wollten wir mit dieser Information quasi erreichen. Und darum, falls du bisher den Kurs noch nicht angeschaut hast, kann ich auch nur empfehlen, dir auch erwerb den Kurs, investiere auch Geld in deine eigene Weiterbildung. Und dort war das so, dass ich schon vor Jahren damals erzählt hatte, also aus damaligem Blick, im Moment läuft gerade der Prozess, wo eine europäische Armee aufgebaut wird. Und für viele war das Thema damals überhaupt fremd, sozusagen. Ja? Die wussten, ja, europäische Armee, es gibt ja nur noch die NATO und so weiter. Wieso eine europäische Armee, welcher Sinn und Zweck und so weiter. Doch besser zu verstehen, wieso jetzt überhaupt PESCO gemacht wird, oder wurde besser gesagt, ist es wichtig, dass ich kurz nochmal in die Vergangenheit zurückhole. Jetzt erstmal noch an euch die Frage. Wer von euch hat über die PESCO, jetzt Vertrag, schon gehört? Also über was wir reden, PESCO, der gestern abgeschlossen wurde. Nein, 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 interessant. Also da ist dann die Meldung, was eigentlich eines der wichtigsten Meldungen des gesamten Jahres ist, ist vorbeigegangen. Gut, was verstehen wir, beziehungsweise was wird verstanden unter PESCO? Auf Englisch heißt das, ich werde einfach aus einem Artikel ein paar Sätze vorlesen, Permanent Structured Cooperation. Oder auf Deutsch heißt das ständige strukturierte Zusammenarbeit. Auf Englisch aber ist es als PESCO bekannt. Der Sinn und Zweck dieses Vertrages praktisch ist es, dass innerhalb der europäischen Armee Armeegüter, also Waffen und Militärangehörige und so weiter, ohne Probleme transferiert werden könnten. Und zwar auf der Welt läuft das Schema der Länderführung nach dem Pyramidenprinzip. Unten drunter das Volk, oben drüber die Elite und über der Elite ist das sogenannte allsehende Auge. Und das ist dann die globale Elite. In jedem einzelnen Land oder Kontinent gibt es eigene Eliten. In den USA eigene, in Europa eigene. In manchen Bereichen sind diese Eliten konform. Zum Beispiel das Ziel der westlichen Elite, also dem Großteil der westlichen Elite, ist es, Russland zu zerschlagen. In diesem einen Ziel sind die sich einig. Doch wie die dieses Ziel erreichen, ist eine andere Frage. Und dort in den Mechanismen Vorgehensweise sind die sich nicht immer einig, was das angeht. Und so wurde von den globalen Eliten, die hinter dem Auge stehen, auch die NATO mitbegründet als ein neuer Angriffspakt gegen Sowjetunion damals, ja, jetzt heute Russland. Das Ziel ist das gleiche. Wer hat Hitler gezwungen, Stalin zu überfallen? Jedem zu empfehlen, das Buch. Wer noch das letzte Stück haben möchte, kann sich gerne wenden an mich. Und zwar, das Ziel ist das gleiche, wie gesagt. Irgendjemanden in Europa zu haben, unter dessen Führung ein Großangriff auf Russland gemacht werden könnte. Konnte und könnte. Im 19. Jahrhundert
wurden dafür die Franzosen missbraucht. Im 20. Jahrhundert wurden dafür die Deutschen missbraucht. Also unter Führung Hitlers einfach ganz Europa, nicht Deutschland, ganz Europa hat gegen Sowjetunion gekämpft, also ein europäischer Großangriff. Und nachdem dieser Angriff auch abgewehrt wurde, jetzt im 21. Jahrhundert versuchen die Globalisten, das mit Hilfe der Amerikaner zu machen. Gleiches Vorgehen, und zwar, was geschieht die ganze Zeit schon, und zwar die Infrastruktur immer näher an die russische Grenzen zu bringen. Denn Russland ist für die Globalisten quasi mit Hilfe von Putin, Gott sei Dank wieder geworden, ein, nicht nur ein Dorn im Auge, sondern ein Knochen im Hals. Weil Russland die einzige Zivilisation noch ist und als Land, welches jetzt in Anführungsstrichen muss man schon sagen, für normale menschliche Werte steht. Also Familie zwischen Mann und Frau zum Beispiel und all die Sachen. Ja. Will ich jetzt nicht detaillieren, aber noch für normale, vereinfacht gesagt, in Anführungsstrichen auch wieder, für christliche Werte. Ich sage dazu für einfache menschliche Werte. Dazu steht Russland. Doch für die Globalisten, wie gesagt, das ist ein großes Problem, weil eines der Ziele, was die erreichen, ist das, die weltweite Bevölkerungsreduktion. Und durch diese Bevölkerungsreduktion, unter anderem daraus kommen auch dann diese gleichgeschlechtliche Ehe zwischen Mann und Frau und so weiter. Das ist alles aus dieser Ecke läuft das Ganze. Und zwar damit die Menschen sich nicht paaren, sondern einfach gesagt sich selbst liquidieren. Denn für die Globalisten, nochmals, ist es egal, wie sie die Bevölkerung reduzieren. Entweder auf jeden Einzelnen praktisch so eliminieren oder damit Mann und Mann oder Frau und Frau zusammengehen und sie haben keine Kinder danach. Also ohne, dass die jemanden praktisch ermordet haben, dass die einfach nur ein Gedankenvirus jemanden reingepflanzt haben, schon haben die ihr Ziel erreicht, und zwar die Bevölkerungsreduktion. Russland tritt dieser ganzen Sache vehement entgegen. Doch das ist nicht nur jetzt in diesem Jahrhundert, sondern der Kampf gegen Russland und dort in dieser eine Frage ist sich die westliche Elite im Großen und Ganzen einig. Denn wenn von vielen gesagt wird immer, das Hauptzielland der Globalisten ist Deutschland, also die wollen Deutschland vernichten, da muss ich korrigieren, diese Menschen. Deutschland ist ein sehr wichtiges Land für die Globalisten. Darum brauchen wir auch Deutschland unter ihrem Knoten, glaube ich, kann man dazu sagen, also unter ihrem Nagel, ja, weil zum Beispiel mit Hilfe, nur mit Hilfe Deutschlands können die Amerikaner so ihre Truppentransporte machen. Denn vielleicht kannst du dich erinnern, als vor einiger Zeit ich habe darüber sogar ein Video gemacht, die Amerikaner einen Drang nach Osten gemacht haben, also Truppen verlegt haben, sind die über Deutschland, haben die aus Norddeutschland, haben die ihre Waffen abgeladen und dann auf Schiene oder Straßen haben die so ihre Waffen gebracht in den Osten. Genauso auch Rammstein, auch wie erwähnt wird, klar, auch um in Afrika Operationen durchzuführen, auch in Stuttgart brauchen die Basen. Für die Amerikaner ist Europa und explizit Deutschland, wieso das nach wie vor unbedingt unter der Besatzung aus ihrer Sicht gehalten werden sollten, ist das das Sprungbrett auf den eurasischen Kontinent. Und wie von damals, also vor vielen Jahren, wo die Anglosachsen mit den Zionisten gemeinsam Hitler finanziert und aufgebaut haben, für die ist absolut wichtig, dass es auf gar keinen Fall ein deutsch-russisches Bündnis gibt. Auf gar keinen Fall. Darum versuchen die alles Mögliche zu erreichen. Nun, welche Herausforderungen haben wir jetzt in der NATO, obwohl das aus vielen Staaten besteht, wissen alle, wenn die Amis sagen, springen, müssen alle springen. Auch wenn die Amis dabei selber nicht springen. Ne? Wie gesagt, alles läuft unter der amerikanischen Herrschaft. In der NATO gibt es ein
für manche europäische Staaten ein sehr umstrittenes Land, nämlich die Türkei. Vielleicht weißt du, vielleicht auch nicht, die Türkei stellt das zweitgrößte militärische Kontingent nach den Amerikanern. Das heißt, es ist die zweitgrößte Armee in der NATO, ist die Türkei. Die europäischen Eliten wollen weg von ein Teil, muss man sagen, ein Teil der europäischen Eliten möchte von den USA sich mehr abkoppeln, um selbstständiger in der Welt agieren zu können. Ein großer Teil der deutschen Elite will das übrigens auch. Der bisherigen deutschen Elite. Aus meiner Sicht muss irgendwann mal ein Elitenwechsel stattfinden. Ich hoffe, mit dem, dass der AfD jetzt auch im Bundestag ist, wird das schneller gelingen. Doch ein großer Teil der bisherigen Elite, wie gesagt, der will sich von den USA distanzieren. Dabei benutzen die die EU als solches, um auf der weltpolitischen Ebene mit Hilfe der EU dann ihre Ziele zu erreichen. Denn Deutschland hat zwar wirtschaftlich gesehen einen hohen Einfluss als Land, militärisch gesehen spielt es eine untergeordnete Rolle. Und das ist das Bestreben der einem Teil der europäischen Eliten. Nochmals, jetzt bitte ich die Kommentare mal im Chat abzustellen, sonst schalte ich den Chat einfach aus, weil das lenkt auch mich ab. Und so will ein Teil der europäischen Elite, wie gesagt, mehr eigenständig agieren. Und zum Beispiel im Falle von, dass es möglicherweise einen Krieg gibt, oder einen Konflikt mit der Türkei zum Beispiel, ja, auch, und die Türkei ist auch NATO-Mitgliedskandidat sozusagen, ja, auch dort irgendwie agieren zu können. Und auch in anderen Teilen der Welt, sei es im asiatisch-pazifischen Raum, möchten die Europäer mehr Einfluss gewinnen. Nun, wie schaffen die das? Natürlich müssen die eigenständig werden. Doch bewusst wurden seit Jahrzehnten in allen europäischen Ländern militärische Reformen gemacht, damit kein europäisches Land sich selbstständig mehr verteidigen kann. Und zwar, die sind alle aufeinander angewiesen. Wenn in einem Staat zum Beispiel der Medizintransport eine größere Bedeutung hat, ja, zum Beispiel, dann ist es so, dass ihnen die Panzer praktisch fehlen. Ja? So stellen die, also aber für einen Krieg als solches zu führen, muss man ganzheitlich denken. Also man braucht angefangen von chemischen, biologischen Waffen, aber auch diejenigen, die diese Waffen auch dann eindämmen können zum Beispiel, oder diejenigen, die dann bekämpfen können diese Waffen. Also beispielsweise, man braucht nicht nur einfache Soldaten, sondern auch Spezialeinheiten. Man braucht auch Lufttransport und. Also das ist ein komplexes Thema. Und seit einer längeren Zeit, da ist Bundeswehr nur ein Beispiel von vielen, wurde aus Kostengründen bewusst wurden viele Sparten runtergeschraubt. Damit kein europäisches Land sich selbstständig mehr verteidigen kann. Und so unter diesem Vorwand zu sagen, wir müssen uns ja verteidigen können, müssen wir zusammenarbeiten. Und der Feind für die europäischen Eliten, das ist klar, wer der Feind ist. Na klar, die bösen Russen. Die verfälschen ja die Wahlen. Selbst der neueste Witz, ich weiß nur, ob du gehört hast. Die spanische, jetzt wie lage mich nicht fest, entweder die Außenministerin oder die Ministerin für Justiz hat gesagt, und jetzt bitte halte dich fest, Russland hat sich eingemischt in den katalanischen Konflikt und Russland ist verantwortlich dafür, dass die Katalanen auf die Straße gegangen sind. Musst dir mal vorstellen, diese Schizophrenie,
Er, dass die ihre Probleme, sei es jetzt in den USA oder sonst wo, auf Russland die Schuld schieben. Russland hat bisher in der Vergangenheit kein einziges Krieg angefangen, wird das auch nicht. Putin betont immer wieder, lasst uns friedlich zusammenarbeiten. Denn selbst Russland, und kein europäisches Land, sondern Russland, hat einen sogenannten Armeespiel ins Leben gerufen, wo sie Armee, also Militärs aus der ganzen Welt einladen. Und so praktisch gemeinsam trainieren, sich gegenseitig messen, anstatt sich im Zielrohr anzuschauen. Ist doch viel besser. Und da ist Frieden wieder, den Frieden muss man sich, für den muss man sich einsetzen. Doch nun, kommen wir wieder jetzt zu dem PESCO. Es ist wichtig dabei, dass wir wissen, in Europa, um das Ganze von den Globalisten, ihr Ziel war ja, das unter einer Hand zu bringen. Zuerst wurde das auf der wirtschaftlichen Ebene gemacht. So zusammen, am Schluss, der Vertrag ist so und so, aber auf wirtschaftlicher Ebene. Das ist ein Raum, wo die EU vereint wurde. Dann später wurden weitere Räume hinzugefügt, neben dem wirtschaftlichen, rechtlicher und politischer Raum. So ist zum Beispiel rund 80% der Gesetze, ob legal oder illegal, die in der BRD ausgegeben werden, rund 80% der Gesetze werden auf Vorlage aus Brüssel gemacht, um alle, wie gesagt, unter einen Kamm zu bringen. Alle Gesetze, gleiche Normen und so weiter. Und mit dem Vertrag von Lissabon, vielleicht kannst du dich noch an so einen Vertrag erinnern, der auch über die Köpfe der Europäer entschieden wurde, ist auch praktisch eine europäische Verfassung. Europa ist jetzt aus rechtlicher Sicht, soweit meinen Kenntnissen entsprochen, quasi wie ein Staat. Es hat eigene Hymne, eigene Fahne, eigenen Präsidenten, mit Van Rompuy damals, ja, weiß nicht, ist er noch Präsident überhaupt, aber einen eigenen Präsidenten und eine eigene Verfassung, ja, also Lissabonner Vertrag. Und jetzt kommt zu dem wirtschaftlichen, rechtlichen, politischen, politischer Ebene, kommt jetzt noch die weitere, vierte Komponente, das ist die militärische Ebene, wo eine zwingende Zusammenarbeit notwendig ist, damit aus allen diesen Staaten künstlich gesehen ein Megastaat gemacht werden kann. Und so wurde mit PESCO, das haben insgesamt 23 europäische Staaten unterschrieben, auch das sogenannte, in Anführungsstrichen, neutrale Österreich ist jetzt Mitglied beim PESCO. Offiziell sagen die Österreicher, ja, wir sind hier neutral, wir können mitmachen, können auch nicht mitmachen und so weiter. Doch Österreich ist schon bei weitem kein neutrales Mitgliedsland der EU, sondern dort gibt es schon längst auch NATO-Soldaten und so weiter. Nun, das, was jetzt gemacht wurde mit PESCO, den Vertrag haben alle europäischen Staaten außer Dänemark, Portugal, Malta, Island oder irgendwer noch, also ein kleiner Staat auch, haben diesen Vertrag nicht unterschrieben. Alle anderen Staaten haben diesen Vertrag mit unterschrieben. Und das heißt, aber nur zur Information, Europa hat jetzt schon rund 1700 Panzer und viel weiteres Kriegsgerät. Doch dieser Vertrag regelt und zwar den Truppentransport innerhalb der EU. Das ist der wesentliche Punkt. Und der zweite wesentliche Punkt ist das, dass die europäischen Staaten so gezwungen werden, mehr Geld auszugeben für die Sicherheit. Also größeres Budget und so weiter. So werden jetzt mit Hilfe der neuen Gelder, die neue Struktur bedeutet immer neue Arbeitsplätze, neue Aufträge für die Militärfabriken, für Banken, die freuen sich, werden neue Posten gemacht und so weiter. Also wie gesagt, es wird wieder viel Geld rumverteilt. Doch Geld wird auch unter anderem in die Infrastruktur investiert. Es wird sehr viel Geld jetzt investiert in den Bau von Straßen, Schienen, neue Häfen, vor allem in den baltischen Staaten. Weil, nachdem die NATO jetzt Kriegsgerät Richtung Osten verladen hat, haben sie festgestellt,
dass viele Brücken und Straßen und sonstiges, die entsprechen nicht den NATO-Standards in den baltischen Staaten und müssen neu formiert werden, also neu gemacht werden sozusagen. Und also infrastrukturmäßig. Rechtlich gesehen ist es so, wenn von einem, zum Beispiel von Deutschland, meinetwegen in den baltischen Staaten, über Polen, Truppentransporte gemacht werden müssten, müssten die von jedem einzelnen europäischen Land genehmigt werden. Denn es ist ja nicht so, dass wir jetzt wie quasi wie Europäer fahren jetzt in jedem Land, wo wir wollen. Nein, bei den Militärs ist es noch was anderes. Denn eigentlich sind das ja alles unterschiedliche Staaten und die haben noch gut in Erinnerung, dass die noch rund 100 Jahren noch erbitterte Kämpfe gegeneinander geführt haben. Sei es jetzt dann im Ersten Weltkrieg und in den Kriegen davor. Und dieser Schritt, der jetzt mit PESCO unternommen wurde, ist ein weiterer logischer Schritt um den Aufbau der europäischen Armee. Um ganz einfach im Kriegsfall, und dafür wird seit Jahren geübt, im Großen und Ganzen alle Szenarien, die so bei den NATO-Übungen gemacht werden, zielen auf Russland ab. Sogar in Großbritannien, einfach mal so auf dem Nähkästchen geplaudert, werden NATO-Soldaten in der russischen Sprache ausgebildet. Wozu? NATO-Soldaten reicht in Englisch nicht aus. Wladimir Putin hat vor einigen Tagen einfach so eine Aussage getätigt, die aber wie eine Bombe im russischen Sprachraum eingeschlagen ist. Im Westen bin ich mir absolut sicher, dass du von dem entweder nur kurz oder überhaupt nichts gehört hattest. Amerikaner sammeln schon seit Jahren Proben, genetische Proben von weißen Russen in Russland. Ukraine ist da nicht mit einberechnet. In Russland sammeln die Amerikaner und Pentagon hat jetzt neue Ausschreibungen gemacht, weil die machen das ja nicht selber, sondern offiziell andere Firmen und so weiter. Und Pentagon, nichts zu tun. Ja. Andere Firmen, Pentagon hat einen Auftrag ausgeschrieben, wo es um die Sammlung des neuen, also der neuen Erbgutes geht. Da geht jetzt der weißen Russen. Explizit der weißen Russen. Und da hat Putin zu Recht die Frage gestellt. Arbeiten die Amerikaner an neuen biologischen und chemischen Waffen? Wusstest du, dass Russland das einzige Land ist, also im Vergleich zu den Amerikanern, die ihre Verträge einhalten? Russland hat alle, offiziell zumindest, alle seine chemischen Waffen vernichtet. Sind viele Fabriken gearbeitet dort. Beim Valdai-Treffen hat das ja Putin öffentlich gesagt. Eine Fabrik wurde neu gebaut und die hat Tag und Nacht 15 Jahre gearbeitet. Musst du mir überlegen. 15 Jahre Tag und Nacht Munition, chemische Munition vernichtet. Was da gemacht wurde, das ist einfach für natürlichen Menschenverstand kaum vorstellbar. Doch die Russen vernichten diese chemischen Waffen, will ich jetzt nicht einsteigen in die Details, wieso, weshalb, weil die Vereinbarer diese Verpflichtungen auf sich genommen haben. Kabbalistischer Vertrag. Doch, mit PESCO ist jetzt auch Folgendes passiert. Offiziell wird das gesagt, damit die EU ein Stück unabhängiger wird von den Amerikanern. Doch, auf der anderen Seite, die Amerikaner, wenn die jetzt Truppentransporte machen, die müssen jetzt nicht mit jedem einzelnen europäischen Staat was aushandeln, sondern die müssen jetzt vereinbart mit Brüssel, mit einer Stelle aushandeln und dann gilt es für alle europäischen Staaten. Dass die Amerikaner jetzt Truppentransporte überall in ganz Europa rechtlich durchführen können, ohne Wenn und Aber. Und das heißt, für die Amerikaner, die ohnehin schon seit Jahren vorgehen, also in Polen, Rumänien und so weiter, allgemein ihr Kriegsgerät Richtung Russland immer mehr verschieben, ist das ein wichtiger Schritt, damit die im Falle von ungehindert auch ihr Kriegsmaterial in ganz Europa verschieben können. Unsere Politiker, die bei weitem schon keine Volksvertreter sind,
haben das Ganze wieder über die Köpfe der Menschen entschieden. Also, oder wurdest du gefragt, ob du PESCO zustimmst oder nicht? Für die Eliten ist es ein logischer Schritt, das, was gemacht wurde. Doch das, was wir mit PESCO gesehen, jetzt, und zwar ein weiterer Schritt hin mehr zu einem zentralistischen Europa und aggressivem Europa gegen Russland, sehen wir, dass die Eliten, zumindest ein Teil, ja, der da mitmacht, sich vom Volk distanziert haben. Die wissen einfach nicht mehr, was bewegt das Volk. Das Volk will Frieden mit Russland. Eliten bereiten sich für einen Krieg gegen Russland vor. Denn die Süddeutsche Zeitung hat dafür einen Artikel geschrieben unter dem Titel „Das Ende der Enthaltsamkeit“. Und ich habe dazu noch weiter geschrieben: Das Ende der Enthaltsamkeit ist gleichgesetzt quasi oder ist der Anfang eines neuen Krieges. Ich hoffe, und dafür sprechen auch viele Prophezeiungen, es wird keinen großen Krieg geben. Die Globalisten wollen es mit allen Mitteln das machen. Die Tendenz, nochmals im Moment, läuft in diese Richtung. Und zwar möglicherweise Konflikt auch. Doch die sind nicht blöd, wissen genau, Russland hat genug Waffen, darum arbeiten die für die Zeit nach Putin. Die wissen, mit Putin können die ohnehin nichts mehr ändern. Die arbeiten schon seit nach dem Jahr 24. Bis danach wird offiziell noch Putin an der Macht bleiben. Und dieses Jahr im Dezember, so ist es aus geheimen Kreisen bekannt geworden, wird Putin das bei einer Rede, sei es jetzt beim jährlichen Diskussionen mit dem Volk und so weiter, entweder dort oder bei einem anderen wichtigen Treffen, wird er bekannt geben, dass er, ob er nächstes Jahr kandidiert oder nicht. Doch alle wissen natürlich, Putin wird kandidieren und mit absoluter Mehrheit wird er der neue alte Präsident in Russland. Weil die Russen sehen in Putin den einzigen auch Staatsmann, der sie auch beschützen kann. Und wir haben gesehen jetzt in Syrien, dass die russische Armee ist bei weitem nicht das, was vor Putin der Fall war. Und die Russen wissen auch ganz genau, gegen wen die neue europäische Armee gemacht wird und welche Zwecke sie dabei benutzt. Dass die Amerikaner und die Anglosachsen grundsätzlich, also mit Anglosachsen ist gleich immer mit Zionisten gleich, also das ist immer ein Paket sozusagen, ja. Dass die auf dem europäischen Boden einen weiteren Krieg haben möchten, ja, das ist vielen Menschen bekannt. Entscheidend ist dabei für uns Menschen, wollen wir das, dann brauchen wir tatenlos einfach dem Zuschauen. Dann wäre das möglicherweise eintreten, was viele nicht wünschen. Wenn wir aber sich für Frieden einsetzen wollen, dabei ist es sehr wichtig, dass wir uns für den Frieden sich einsetzen, für gute Verhältnisse zu Russland. Und auch solche Politiker wählen, die auch in Brüssel und Co. die Interessen des Volkes vertreten. Denn das ist auch ein Gedankenvirus, auf den man die Menschen gefangen hat. Das wird angeblich nichts ändern können. Deutschland ist ja besetzt. Ja, und wir können nichts ändern. Alle Politiker sind Verräter und so weiter. Auch wählt nicht, die Wahlen sind ungültig und so weiter. Mag sein. Auf der rechtlichen Ebene alles vollkommen richtig. Doch das Problem ist, bei PESCO haben Ursula von der Leyen und Herr Gabriel ihre Unterschriften gesetzt. Für die Weltgemeinschaft sozusagen sind das Vertreter Deutschlands. Und ob du gewählt hast oder nicht, wir alle sind jetzt mit in der Scheiße. Entschuldige mal diesen Ausdruck, aber das ist jetzt genau passend. Wir haften jetzt mit, weil die auch quasi in unserem Namen angeblich für uns gestimmt haben. Und das war damals der Grund, wieso ich aufgerufen habe, die AfD zu wählen. Und mit Österreich sehen wir auch, dass der Kurz, glaube ich, heißt er, auch mitgestimmt hat für Österreich. Ja, und das ist bei weitem nicht so, wenn die Eliten an der Macht sind, dass alles passt. Nein, die denken auch in ihren Interessen und so weiter. Doch dabei ist es sehr wichtig, dass wir unsere Politiker praktisch an die Macht bringen, unsere Staatsmänner, ja, und richtige Vertreter, Volksvertreter.
Denn ob wir wollen oder nicht, innenpolitisch müssen wir uns auch einsetzen. Das zeigt, all die Verträge, sei es Lissabon und Co., die konnten innenpolitisch aufgehalten werden, wenn richtige Politiker an der Macht wären, die im Interesse der nationalen Völker gedacht hätten und nicht im transatlantischen Interesse und im Interesse der Globalisten. Und das PESCO, der Vertrag jetzt von PESCO, ist ein weiterer wundervoller Beweis, dass wir in Europa eigentlich keine Demokratie haben, sondern das Volk wird überhaupt nicht gefragt und die globalen Eliten mit den Eliten in den nationalen Ländern entscheiden über die Köpfe der Europäer. Traurig, aber wahr.